Und eine weitere algebraische Struktur, die in diesem Kontext erwähnenswert ist, ist die Halbgruppe. Die Halbgruppe, also Strukturen, die nicht all diese Axiome erfüllen, sondern nur zwei, nämlich die Abgeschlossenheit und die Assoziativität, diese beiden Axiome. Wenn eine Struktur diese erfüllt, handelt es sich um eine Halbgruppe. Definition. Halbgruppe eine algebraische Struktur, G, Verknüpfung, heißt Halbgruppe genau dann, wenn die Axiome ab und as erfüllt sind. So. Das bedeutet auch gleichzeitig, jede Gruppe ist auch eine Halbgruppe. In der Gruppe sind alle vier Axiome erfüllt, damit insbesondere diese beiden, also ist jede Gruppe auch eine Halbgruppe. Aber nicht jede Halbgruppe ist eine Gruppe. Denn bei Halbgruppen kann es ja sein, dass beispielsweise das Axiom Neutralelement nicht erfüllt ist oder inverse Elemente. Okay. Ich habe Ihnen jetzt ein paar Strukturen mitgebracht und Sie überlegen sich, ob es sich bei den jeweiligen Strukturen um Gruppen oder nur um Halbgruppen oder weder noch handelt. Okay, gucken wir mal. Untersuchen Sie mal die folgenden Strukturen. Die natürlichen Zahlen mit der Addition, das haben wir schon gemacht, insofern, ich schreibe es auf vollständigkeitshalber trotzdem nochmal hin. Die natürlichen Zahlen mit der Multiplikation. Und wir betrachten jedes Mal die Nullen mit bei den natürlichen Zahlen. Ja? Dann die ganzen Zahlen mit der Addition, die ganzen Zahlen mit der Multiplikation. Nehmen wir mal die ganzen Zahlen und die Division. Ganze Zahlen und Division. Und dann nehmen wir noch die rationalen Zahlen und die Multiplikation und die rationalen Zahlen und die Division. So. Ich gebe Ihnen mal 5 Minuten Zeit, mit der Nachbarin oder dem Nachbarn zu überlegen, welche dieser... Oh, das stimmt. Warum habe ich da eine 1 hingeschrieben wohl? Okay, die Multiplikation. So, na, ja. Okay. Überlegen Sie mal, welche dieser Strukturen sind Halbgruppen, sind sogar Gruppen, weil noch mehr erfüllt ist oder weder noch. Okay, 5 Minuten haben Sie Zeit. Okay, so, jetzt, was haben Sie rausgekriegt? Sagen Sie mal. Ja. Ja, für das Erste, für die natürlichen Zahlen mit der Addition ist eine Halbgruppe, weil eben es kein Invers gibt. Also nicht zu jedem Element ein Invers. Ja. Dabei handelt es sich um eine Halbgruppe, natürliche Zahlen mit Addition. Wenn die Null mit dabei ist, gibt es das Neutralelement, aber es gibt nicht zu jedem Element ein Inverses. Aber zumindest ist Abgeschlossenheit, Assoziativität erfüllt. Natürliche Zahlen mit der Addition sind eine Halbgruppe. Dann können wir sogar die Null vergessen, weil dann ist auch wurscht, dass Neutralelement da ist. Okay, wie sieht es mit, nehmen wir mal eine andere, nehmen wir mal... Die ganzen Zahlen mit der Division. Ja? Ist weder eine Gruppe noch eine Halbgruppe.
ist weder eine Gruppe noch eine Halbgruppe. Warum? Allein, wenn ich zum Beispiel eine 0 mit reinnehme, kann ich zum Beispiel nicht mehr dividieren, so wie es funktioniert, ob das also sehr definitiv ist. Kann ich ja weder eine Halbgruppe noch eine Gruppe bauen. Also, wenn Sie die 0 mit reinnehmen, funktioniert das Assoziativitätsgesetz nicht? Ja? Funktioniert generell nicht, ne? Generell nicht assoziativ, die Division. Ja? Ah ja, genau. Ist auch nicht abgeschlossen, ne? Wenn ich die zwei ganzen Zahlen nehme, 1 und 2, und dividiere, dann bleiben wir nicht in den ganzen Zahlen, sondern es kommen halbe Zahlen raus. Ne? Also 1/2. Okay. Also, da gilt schon überhaupt nicht die Abgeschlossenheit. Ja, das ist gar nichts. So. Wie sieht es mit den rationalen Zahlen aus einer Division? Da gilt ja jetzt die Abgeschlossenheit, ne? Wenn ich eine rationale Zahl durch eine andere rationale Zahl dividiere, kommt wieder eine rationale Zahl raus. Können Brüche durch Brüche dividieren, kommt ein Bruch raus. So. Wie sieht es damit jetzt aus? Ja? Gleiche Argumentation wie bei Z mit der 0. Gleiche Argumentation. Assoziativität gilt nicht. Ja? Es gilt nicht die Assoziativität. Sie meinen, okay, wenn Sie die 0 immer mit ins Spiel bringen, ich darf nicht durch die 0 dividieren. Das ist auch ein Problem, das stimmt. Selbst wenn wir die 0 ausnehmen würden, würde die Assoziativität nicht gelten. Denn, guck mal, ein einfaches Beispiel machen. Vier durch zwei ist nicht dasselbe wie 4 durch 2 durch 2. 4 durch 2 ist 2, durch 2 ist 1. Hier, 2 durch 2 ist 1 und 4 durch 1 ist 4. Und 1 ist nicht gleich 4. So. Das heißt, die Assoziativität ist nicht erfüllt. Q mit der Division ist keine Halbgruppe und damit auch keine Gruppe. Ja. Gibt es bei der Division auch neutrale Elemente? Weil ja, das ist ja Umänderung, was das, also ein Teil der Kommutativgesetzes. Ja, Sie haben, ja. Sie haben schon recht, genau. Wie sieht es denn mit dem Neutralelement aus? Also die Frage ist, eigentlich bräuchte man es gar nicht überprüfen, weil es ist ja schon keine Halbgruppe. Aber wenn man es mal überprüfen wollte, was wäre denn das Neutralelement und warum wäre es das dann doch nicht? Ja. Das Neutral, also den Teil, den wir da haben, ist ja ein spezieller Fall des Kommutativgesetzes, oder? Ja, mit Operation mit dem Neutralelement. Genau. Das genau. Es ist, man fordert sozusagen hier ein Spezialfall des Kommutativgesetzes, wenn man so will, also bezüglich des Neutralelements zumindest. Man darf es keinen Unterschied machen, ob ich es links oder rechts dran verknüpfe. Und naja, gut, wenn ich durch 1 teile, wenn 5 durch 1 ist 5, 6 durch 1 ist 6 und so weiter, also die 1 wäre sozusagen ein Kandidat fürs Neutralelement, aber wenn ich es von der anderen Seite ran verknüpfe, dann nicht mehr. So, also auch das funktioniert nicht. Ne? Q mit der Multiplikation, nehmen wir das mal. Q mit der Multiplikation. Es ist abgeschlossen. Ja, wenn ich zwei rationale Zahlen miteinander multipliziere, kommt wieder eine rationale Zahl raus. Assoziativgesetz gilt auch. Neutralelement, gibt es Neutralelement, nämlich 1. Genau. Wenn ich die 1 ran multipliziere an die Elemente, auch bei der 0? Nehmen wir mal die 0 als Spezialelement. 0 mal 1 ist 0, ist gleich 1 mal 0. Na, okay, auch, ne? Gibt es ein inverses Element? Gibt es inverse Elemente? Habe ich einen Fehler selbst gemacht? Gibt es inverse Elemente? Multiplikation. Finden Sie zu jedem Element ein anderes Element, sodass Sie durch eine Multiplikation das Neutralelement rauskriegen. Wir haben gerade gesagt, das Neutralelement der Multiplikation ist die 1. Also nehmen wir mal 5. Welches Element müssen Sie daran multiplizieren, damit 1 rauskommt? Ein Fünftel, ne? Grad den Kehrbruch. 7, ein Siebtel. Was müssen Sie an minus ein Drittel ran multiplizieren, dass 1 rauskommt? Minus 3. So. Also, gilt, oder? Ja? Alle einverstanden? Reingefallen. Sie müssen zu jedem Element, zu jedem ein Inverses finden. Sagen Sie mir das Element,
dass sie an die 0 ran multiplizieren müssen, sodass das neutrale Element 1 rauskommt. Gibt's nicht, ne? So, da haben wir schon ein Problem. Für die 0 gibt es kein Inverses. Das heißt, was wäre, wenn wir die 0 ausnehmen würden? Also Q ohne 0, dann hätten wir eine Gruppe. Also man könnte hier auch Q ohne die 0 betrachten mit der Multiplikation. Ja, dann haben wir eine Gruppe. Dann ist abgeschlossen, assoziativ. Es gibt ein Neutralelement, die 1 haben wir nicht rausgenommen und es gibt zu jedem Element ein Inverses, nämlich gerade den Kehrbruch. So, okay. Also man muss höllisch aufpassen, dass man da nicht zu voreilig Schlüsse zieht. So, gibt es zu dem Punkt hier noch Fragen? Ja. Ja, ist es bei der natürlichen Zahl mit der 0 und der Multiplikation dann ebenso? Oder? Genau. Bei natürlichen Zahlen mit der 0 und der Multiplikation ist es ebenso. Sie finden da aber nicht nur für die 0 kein Inverses, sondern es gibt für alle Zahlen kein Inverses. Ne? Außer für die 1. Da haben nur die 1 ein Inverses, nämlich sich selbst. Man sagt da auch selbstinvers dazu, dass ein Element selbstinvers ist. Okay, so, jetzt sind wir ja eigentlich nicht in der Algebra, sondern in der Zahlentheorie. Ne? Das bedeutet, wir müssen auch mal wieder uns damit beschäftigen, warum machen wir das überhaupt? Das Spannende in der Zahlentheorie ist, sich zu überlegen, wie sieht es eigentlich mit den Restklassen aus?